Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Muss ich gerade noch ein bisschen die Lautstärke anklagen. Jetzt versteht sich der Vater selber. Schönen guten Abend. Die Woche ist fast um. Bis heute Mittag habe ich dem Hund beim Gassi gehen noch die Schwimmflügel angelegt und jetzt ist hier schon... Es wird dunkel und wärmer gleichzeitig. Ganz komische Sache. Ich hoffe, eure Woche war bis jetzt stabil, erträglich, gut, erfolgreich, was auch immer. Hauptsache, ihr hattet Spaß. Guten Abend, Steve, Dietmar, Cyplay, Dagonita, Hola. Hallo, Ralf, Joachim, Mr. Big, Snake, Nabend, Volker und Peter, schönen guten Abend. Ja, ich bin noch gerade am Kaffee umrühren. Gugu, Servus. Hallo Mike, hallo Birne, hallo Andy. Schönen guten Abend. Nee, von der 150, das ist irgendwie Schweigen im Wald. Auf einmal ist es dann da, wahrscheinlich mit 48 Stunden Beta-Phase. Hallo Christiane. Herrlich. Ich bin hier übrigens noch im anderen Profil drin. Also nicht in dem, wo wir jetzt fahren. Nur, dass hier mal so offen kommuniziert wird. Das hier ist noch so das Vanilla-Profil, wo wir ja letztens die Mission 100% noch hatten. Rick Nichter, Nabend, hallo Bingo. Und der Entrümpler. Servus. Und ich habe über Ostern so nebenbei dieses, wie hieß denn das Ding nochmal? Kann ich nur empfehlen. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Was ist denn hier meine Liste? Für diejenigen, die Netflix schauen und da dann auch mal, mal ein bisschen interessanten Science-Fiction sehen wollen. Three-Body-Problem. Coole Science-Fiction-Serie. Sind irgendwie auch zwei, mehr habe ich zumindest nicht gesehen, Schauspieler von Game of Thrones mit dabei. Und das ist mal eine richtig schöne, interessant gemachte Science-Fiction-Geschichte. Jetzt nicht nur im Weltraum unterwegs, aber es ist mal so auch mit ein bisschen philosophischen Hintergrund, so ein bisschen Tiefe, ne? Nicht nur einfach Bruch und Dalles und, ne? Hat was. Und dabei, das habe ich so quasi auf dem einen Monitor geschaut und auf dem anderen Monitor habe ich dann ganz gepflegt mir hier die 100% reingedübelt. So. Hier haben wir jetzt fertig 100% erkundet. Es ist alles komplett abgedingst und es war ja im Grunde nur noch hier unten in diesem Westbalkans-Bereich, wo dann so ein bisschen was gefehlt hat. Und da habe ich das Ganze dann einfach mal abgefahren, fertig gemacht. So. Und somit ist Vanilla jetzt erstmal durch, bis der nächste DLC kommt oder dann eben die 150, wo dann Teilbereiche der Vanilla-Karte wieder ein Stück aktualisiert sind. So, dann wechseln wir mal das Profil. Wir beenden nicht den Stream, sondern wir wechseln nur das Profil und wir machen den Pro-Mods weiter. Stimmt, die hat die Musik noch gar nicht angedreht. Uah. Ja, fertig geflogen, ganz genau, Mr. Big. Ich benehme mich heute, Snake. Wir machen das heute mal ernsthaft. Keine wilden Abstürze. Nicht irgendwo rumgeflogen und runterfallen lassen. Keine anderen komischen Sachen. Wir machen das heute mal ganz anständig. So, da bin ich wieder. Musik ist ja auch gleich wieder an. Und ich habe da schon mal was vorbereitet. Hier sehen wir nämlich jetzt direkt mal die Pro-Mods-Karte, auch mit der gleichen farblichen Abstufung, wie ich es auf der Vanilla-Karte hatte. Also da sehen wir dann auch ganz konkret, wo ich eben noch nicht war. Ob das wirklich geht, weiß ich nicht, aber weißt du, Snake, Vorsätze brauchst du. Man braucht Vorsätze. Und dann wächst man an seinen Aufgaben. Jetzt mal erst ein bisschen Hintergrundgedudel, so ein bisschen Fahrschulmusik. Oh, schön. Und so sieht jetzt, ich blende mich ja auch nochmal aus, wir sind hier jetzt wirklich bei nahezu genau 2/3 der Karte erkundet. So sieht das dann aus,
bei mir aktuell bei der ProMods-Karte. Gut, hier unten, ne, da ist dann hier noch so ein bisschen was. Wir haben noch nicht alle Städte erkundet. Hier wurde ja auch noch ein bisschen rumgeschnitzt in den letzten Versionen. Das heißt, hier ist dann aktuell, da hatte ich mal alles. Hier bin ich auch schon mal entlang gefahren, aber da wurde auch mal was angepasst. Egal, wir arbeiten uns hier weiter durch und der erste Schwerpunkt soll dann mal Polen sein. Aber auf Polen habe ich heute irgendwie, vielleicht finden wir noch mal eine Tour darüber, da habe ich jetzt wenige die Böcke. Deutschland haben wir noch viel Rotes, weil ja eben dann auch ProMods hier oben dann nochmal angepasst wurde an den überarbeiteten Norden Deutschlands. Und da werden wir dann mal weitermachen. Es gibt, Ralf, es gibt Mods, die das nochmal anpassen können. Da gibt es dann auch, wie waren das? Hier irgendwie Work Longer oder sowas. Aus dem Steam Workshop, da gab es solche Geschichten, wo man sowas länger machen kann. Ich habe jetzt, ich weiß nicht aus der Hüfte, ich meine, irgendwo geht das bestimmt, aber wo das in irgendeiner Config-Datei hinterlegt ist, wie viele Stunden Denkzeit dann damit drin sind, keine Ahnung. So, jetzt geht's hier mal los. Also wir stehen hier oben schon in Dänemark, links von Aarhus und fahren dann mal gen Süden. Ich habe schon einen Auftrag mit am Start, der wird uns dann runterführen bis Soltau, wo ich eben hier auf der ProMods-Karte auch noch nicht offiziell einen Anker geworfen habe. Da fahren wir da mal hin. Blenden mal hier den unwichtigen Krempel mal aus. Wir bleiben bei den Städtenamen. Vielleicht machen wir noch die Grenzübergänge rein. Nur der Form halber, wenn dann wirklich, also gut, es ist ja, ja, ist ja, 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 ist ja gut. Schengen-Raum, da sind ja nicht wirklich Grenzübergänge drin. So, das machen wir und dann fahren wir hier Richtung Soltau. Wir holen jetzt den Auftrag erstmal ab und dann gucken wir, was sich hier unten noch so alles ergibt. Ich meine, vor allem hier in diesem Bereich Dortmund, Düsseldorf und drumherum, da ist ja auch noch ein bisschen was zu erfahren, bis runter nach Stuttgart. Vielleicht machen wir heute mal eine Deutschlandtour. Mal gucken. Mal gucken. Jetzt muss ich gucken, wen ich hier alles noch nicht heute Abend begrüßt habe. Eigentlich nur den Raben. Servus und Rubber Duck. Schönen guten Abend. Dann fangen wir das Ganze hier offiziell an. Ich stehe ja hier schon parat in den Startlöchern. Es ist früh am Morgen. Das Spiel raucht ab. Was ist denn los, Freunde? Das ist das Profil jetzt mal, Vanilla ausgenommen, wo ich am wenigsten Mods aktiv habe. Und das ist irgendwie die letzten 3 Jahre nicht abgeraucht. Da ist sonst nichts am Start. Komische Sache. Egal. Nächster Versuch. Mikro ist heute zu leise. Okay, kriegen wir lauter. Warte mal. Das kriegen wir lauter. So, jetzt, ja, ja, jetzt müsste das vom Pegel her passen. So. Aber vielen Dank für den Hinweis. Hallo Daniel, servus. Und McRae, schönen guten Abend. Wir bewegen uns ja hier auch auf Twitch, stramm auf die 220 Follower und auf die, ich glaube, 3900 auf YouTube zu. Das sind, die Großen würden sagen, das ist nur eine Pommesbude. Ich sage, ich habe damit nie gerechnet. Ich finde es total geil. Es werden immer mehr, nur momentan ist es relativ ruhig. Zeit zu gehen. So, jetzt. Es werden immer mehr, aber es war irgendwie nie so der Vorsatz, dass es so viele werden. Aber es ist angenehm. Und ich bin mal gespannt, was dann bei der 1.5.0 dann los ist. So,
Gang rein, Handbremse lösen. Wir müssen da eh nur auf die andere Straßenseite zu DSV und dann geht das los. Das kann ausgeblendet werden. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Stehen hier direkt am Hotel. Und ich glaube, direkt hier links hinter uns war die Ausfahrt, ne? Ja, genau. Der Tank ist auch noch einigermaßen voll. Wo ist denn die Einfahrt? Die Einfahrt? Ach, die ist auf der anderen Seite, okay. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Schön. Hallo Mike, schönen guten Abend. Genau, einmal eine 6-Tonnen-Yacht. Die nehmen wir einfach mal fertig zum Losfahren mit rüber. Warte mal, jetzt muss ich hier nochmal was schauen. So. Irgendwas stimmt hier nämlich gerade nicht mit der Lautstärkegewichtung. So, aber das muss ja nur ich für mich haben, ne? So. Das haben wir jetzt, das passt hier. Dann ziehen wir das Bild nochmal hier rüber und dann fahren wir dahinter und holen unseren Krempel ab. Ja, die vier vorne, die ist unaufhaltsam auf dem Weg. Ob ich das Ding hier dann gescheit rumgezogen bekomme, aber wir haben ja schon andere Sachen hingekriegt. Außerdem hat Nina behauptet, dass das Ding in einem Stück ankommen muss. So. Ey, Chaos LG, vielen Dank für das Follow auf Twitch. Dankeschön. Und guten Abend, Claudio. Los. 29% auf deiner Map-Kombo. Was hast denn du da alles drin? Das ist mal die Frage. So. Snake, halt dich bereit. Kann direkt gut losgehen. Gucken wir uns das nochmal hier von außen an. Oh. Da guckt der Spoiler vom Boot aber auch durch das Schleppdach durch. Okay, wir wollen mal nicht ganz so klein nicht sein. Aber ich gucke vorhin nochmal in die Routenplanung, ob hier irgendwas Relevantes. Den Kram müssen wir wieder ausblenden. Städtenamt bleibt mit drin. Grenzübergänge brauchen wir nicht. So. Nee. Durch Hamburg durch. Und dann sind wir schon in Soltau. Da müssen wir nicht großartig machen. So, ab dafür. Fast alles bis auf kleine Promotes-Add-ons. Ja, dann sind 29% aber echt stramm. Das ist also Hut ab. So. Ab geht's. Gucken wir mal, was das jetzt wird. Fahren das mal ganz vor und dann schwenken wir scharf links ein. Ja, das passt. Aber dicke. Und ich habe mittlerweile das Allison-Getriebe drin. Das hatte ich auch jetzt bei der Erkundungsgeschichte und ich will es einfach behalten. Das ist ja das Teil, mit dem ich irgendwie am meisten Spaß habe. Und vor allem, wenn ich dann mal hier in dem Profil mal Level 25 erreicht habe, dann kann ich mir ja auch
wieder den ganz großen Motor reinschrauben und dann brauche ich ihn wirklich nur noch für Schwerlasttransporte. Oder ich sag mal, so Fracht ab 30 Tonnen aufwärts. Dann wirklich was. So. Okay. Hängt das Ding halt ein bisschen fest. Aber es wurde nicht als Schaden gewertet, ne? Ja, das Tor, was nach innen aufschwenkt. So. Machen wir es halt so. Nochmal. Hat nie einer gesagt, dass ich das gut kann. Ich habe nur viel Spaß dabei. Ab dafür. Biege nach rechts ab. Die Uhrzeit ist noch alles frisch und dann fahren wir schön in den Tag hinein. Gletscherbandit, vielen Dank für das Follow auf Twitch. Dritte Ausfahrt nehmen. Sag mal, wer hat denn hier denn diese Stream-Elements wieder zugelassen? Ich war es nicht. Nimm diese Ausfahrt. Leute. Muss ich wieder mal aufräumen. Egal. So, alle Bots melden auch. Vielen Dank für das Follow auf Twitch. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, natürlich wissen wir, was das Wasser des Lebens ist. Whiskey. Ausfahrt rechts. Also mit komplett Asien, Afrika und solche Geschichten wie jetzt hier Russian Open Spaces am Ende noch. Holland Rebuilding. Da sind 29% brutal stramm. Das sind echt die Kartengröße, da fährst du, egal wo du langfährst, siehst du immer was Neues. So, jetzt machen wir hier mal anständig weiter. Von da hinten kommt nichts. Ich habe jetzt selber schon mal überlegt, so in den letzten Tagen, auch wenn ich jetzt beruflich viel um die Ohren hatte, ist egal, aber gibt es da irgendwas, wo ich ein Video dazu machen müsste? Im Grunde von meinen Themen jetzt eigentlich nicht. Ich könnte jetzt hier 1000 News-Videos machen und zu irgendeinem Mumpitz, der dann doch gar nicht so spruchreif ist. Warte mal, hatte ich eigentlich den Begrenzer wieder gescheit drin? Ich habe da hier letztens auch ein bisschen rumgespielt und habe mich dann einfach dagegen entschieden. Wenn es hier sinnfreie, naja, was heißt sinnfreie, wenn es dann viele News, ja genau, Geschwindigkeitsbegrenzung aktiviert, sehr schön. Wenn es dann jede Menge News geben soll, da gibt es andere Kanäle, die das auf jeden Fall abdecken, da braucht ihr mich nicht auch noch dazu, ne? Und wenn die 1.5.0 draußen ist, dann schlägt wieder meine Stunde, dann geht es wieder los mit aktuellen Tutorials, was hat sich bei Promods geändert und. Die neue, Modliste, was es dann da Neues gibt oder anderes gibt oder wann die jeweiligen Versionen dann zu haben sind. So. Ich brauche außerdem noch einen Spurhalteassistent, wenn ich einen Chat lese. Bußgelder müssten auch an sein. War mich nicht nervös. Oh, verdammt. Hat keiner gesehen. Es kommt davon, wenn man wild irgendwelche Profile aus experimentellen Sachen dann rüberzieht, weil man da irgendwelche Einstellungen angepasst hat. Einmal mit Profis arbeiten, ich sag's euch. Seine große Stunde kam, immer wenn er Pillen nahm. Wer war denn das nochmal? Das war nicht Nick Knatterton? Was war denn das? Ja, Rabe. 30% mit der EAA. Das ist dann eine echte Ansage.
So, alle schön mitten in die Kurve legen. Hey, Tamo. Moment, schläfst gleich weiter, wenn ich die Kurve überstanden habe. Hab mal eine Frage. Na, schon, schieß los. Wenn wir es aus der Hüfte hinkriegen, mach mal auch Fragen. Wie komme ich beim Volvo das Logo im originalen Navi rein, stattdessen das größere Navi? Schau mal im Stream. Bullshit. Schau mal in der Stream-Beschreibung. So. Schau mal in der Stream-Beschreibung. Und da findest du einen Link zu einem Artikel auf meiner Kofi-Seite, wo genau das erklärt ist. Einmal ist das nämlich das größere Navi oder das Navi-Display, was hier mit drin ist. Bitte rechts halten. Das ist Teil des Volvo-Mods von Pendragon, den ich fahre. Und dazu gehört dann auch dieses Volvo-Logo in dem ursprünglichen Einbau-Navi-Screen. Kostet, glaube ich, auch nur 1 Euro. Jedenfalls ist da genau beschrieben, wie das funktioniert, wo du das herbekommst und wie du das Ding jeweils aktivierst. Oder dann eben dann dir auch einbaust. Das geht nämlich dann über so einen kleinen Umweg. Aber da ist eine genaue Beschreibung mit drin. Feuerwehr, mach keinen Müll. So, wir müssen hier rüber. Wir wollen nämlich nicht nach Kolding rein. So, jetzt sind wir auf der richtigen Bahn. Jarvis, vielen Dank für das Follow. Ja, ohne ERA-Map ist das immer sind 30% auch schon geil. Da brauchen wir nicht drüber reden. Hallo Werni, schönen guten Abend. Du musst keinen neuen Volvo kaufen, Tamo. Der Volvo-Mod von Pendragon setzt sich quasi, der verändert den bestehenden Volvo. Also wenn du das Ding schon hast, den FH16, dann wird der entsprechend überarbeitet mit zusätzlichen Features, die du dann dir dran nageln kannst. Ja, Jarvis, ich war auch lange, lange nicht auf Twitch unterwegs, aber mittlerweile auch. Sei herzlich willkommen, jeden Donnerstag, das ist der Plan, Krankheiten, Urlaub, Mausen vorgelassen, aber jeden Donnerstag so ab 20 Uhr, 20.15 Uhr drehen wir hier entspannt eine Runde, vielleicht auch mal öfters, aber das ist der Plan, also da dann auf jeden Fall. Und das auf allen Karten dieser Erde, die wir irgendwie finden können. Und das ist ja auch mehr oder minder die Route, die ich aus meinem letzten Urlaub, wo ich eben in Aarhus war, für ein paar Tage, dann auch zurückgefahren bin. Wo wir gefahren sind, war es noch nicht ganz so grün und relativ langweilig, aber dafür hast du überall Rehe, Hirsche und sonstiges Zeug gesehen, so auf der freien Heide. Da hätten sich die Leute aus Hunter Call of the Wild gefreut. Ja, Mike, auf meiner ewigen To-Do-Liste steht ja auch der American Truck Simulator. Aber das andere Versprechen ist ja auch, donnerstags gibt es immer den ETS 2. Und die andere Sache ist, ich habe an Ostern echt mal drüber nachgedacht, fährst du ein bisschen ATS. Habe aber irgendwie schon fast so gefühlt in Stunden gerechnet, bis die 1.5.0 rauskommt. Da sag ich mir, ey, da machst du jetzt nicht mehr den Strahl, dass du den ATS dir hinsetzt und da nochmal nach Mods schaust und sonst irgendwas, wenn du dann eh in ein paar Tagen alles wieder von vorne machen kannst. Und hab's dann gelassen. Naja. Mal gucken. Also irgendwie, die Gerüchteküche ist ja brutal still. Das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass es in Kürze dann doch wirklich die 1.50 gibt. Hallo Andreas, schönen guten Abend. Ich hoffe, ich habe dich nicht irgendwo überlesen. Wenn dem wir hier nach Deutschland gerollt sind. Danke, Tamo, mach ich.
Und sehr, sehr gerne, Tamo. Ja, das ist so eine Sache. Man muss sich da echt mal so ein bisschen reinfuchsen, die ganze Thematik, wie dann so alles so wie die Wechselwirkung von Medikamenten. Wenn man das dann aber mal hat, wenn man den Dreh mal raus hat, dann geht das. Und ich habe mich ja jetzt wirklich der ganzen Sache verpflichtet, dass es halt einfach mal, wie soll ich sagen, so eine Anlaufstelle oder mal so geballte Informationen gibt. Natürlich bin ich weit weg von perfekt, aber ich glaube, ich habe mittlerweile einen ganz, ganz guten Haufen an Infos in plausible Stücke aufgeteilt, zusammengetragen. Ja, immer gerne. So schnell wird es doch nicht gehen mit der 1,50. Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so... Machen sie wirklich? Es gibt so elementare Änderungen, dass sie 4 Wochen Beta brauchen. Man weiß es nicht. Ich bin einfach mal gespannt, wann es wirklich losgeht. Nur mittlerweile... Es war ja die ganze Zeit so dieses Anteasern von der 1.5.0 und momentan wird es so still, das ist immer so ein Indikator dafür, dass es irgendwie bald losgeht. Und jetzt habe ich irgendwie so diese innere Zurückhaltung, noch großartig hier was zu veranstalten, weil ich will mich nicht nochmal mit irgendwelchen Sortierexperimenten an Kartenmods oder so hier dran setzen, wenn dann in Kürze eh alles anders ist. Aber schauen wir einfach mal. Im Zweifel war schon doch mal ein ATS. Den kann man ja auch relativ nackig fahren, so ohne 1000 Mods und... Da funktioniert das Setup, was ich da habe, auch noch. Zwei eh nicht so groß und breit. Oh, seit Spanner hier das Baustellenschild noch umgenietet. Ganz stehen bleiben wollte ich auch nicht. So ungewohnt, mit nur 6 Tonnen Fracht zu fahren. Ja du, wenn du nicht willst... Hallo Henry, schönen guten Abend. Okay, Peter, wo hängt's denn mit der EAA? Mit einem eigenen Profil? Wolltest du die als Standalone spielen? Da wird sich doch sicher hier im Chat ein Profi finden, der das nochmal kurz erklärt. Oh, Andreas, du bist auf SnowRunner mittlerweile in Alaska unterwegs. Das ist auch cool. Also da, wo dann richtig mal Snow, also Schnee mal zum Tragen kommt. Das ist natürlich eine ganz geile Sache. Kai Berinja, guten Abend. Und Christoph, grüß dich. Ja, Mike, du hast da vollkommen recht, ne? Man kann ja dann wirklich das Beibehalten der jetzt noch aktuellen Version dann erzwingen. Aber ich nehme das jedes Mal vor, dass ich dann erst wechsle, wenn alles stabil ist. Am Ende halte ich mich dann aber doch nicht dran, weil es mir dann doch irgendwie in den Fingern juckt. Das ist alles seltsam. Aber wo seltsam? Was ist hier los? Hä? Aber ich sollte doch hier auf diese Spur. Ich dachte, da vorne kommt jetzt irgendwas Relevantes. Ja, super. Na gut. Dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Chat lesen. Henri Schöcke hat 3 Euro bei Kofi in die Kaffeekasse geworfen. Henry, vielen, vielen Dank für den Wurf in die Kaffeekasse. Dankeschön. Als fährt der hier mit Futter vorbei. Und die KFC-Werbung. Nee, sie
Biermap ging auch an mir vorüber. So, dann üben wir uns mal hier und unterlassen eine Hilfeleistung. So, weiter geht's. Da kommst echt nicht klar. Das ist jetzt natürlich echt schwierig, Peter, mit der Frage, wo es klemmt. Möchtest du die als eigenständige Karte fahren? Ich hatte es eigentlich so im Hinterkopf, dass du die schon mal gefahren bist. Ja, nicht Hunger, Mr. Big. So der Unterschied zwischen Hunger und Appetit. Wenn einem einer dann so ein schönes, gut gewürztes, frittiertes Hähnchen unter die Nase hält, da brauche ich keinen Hunger. Das geht auch so. Ja, ich habe noch einiges vor mir. Venox. Und mein zwei Drittel habe ich ja hier schon. Ich habe mich zu sehr auf anderen Karten noch rumgetrieben. Bitte links halten. Jawohl, Helga. Nee, ich nutze keine Abrechnungssoftware. Kein, Bitte links halten. Spät-V, kein... kein Trucky oder sonst irgendwas. Nee, gar nichts. Ich fahre da einfach. Kannst keine Schnellreise machen. Ja, wenn du ein neues Profil hast, du kriegst keine Schnellreise dahin. Das funktioniert nicht. Also entweder bist du in der Standalone-Karte, also dass du kein Europa mit dabei hast. Das ist die eine Version. Dann bist du automatisch auf der... auf der IAA-Karte. Oder... Du beamst dich darüber mit einem Konsolenbefehl oder... Oh, den kleinen gelben Hockenpickel hier, den Opel, den habe ich ja gar nicht gesehen. Da hat er aber Schwein gehabt. Alle Beteiligten. Oder... Du machst diese Brückenvariante, aber da musst du die Manifest... Datei dieses Brückenmods dann anpassen. Das hatte ich ja dann auch in dem Tutorial erklärt. Oh, Klausi, ich bitte hier hochgradigst um Entschuldigung, dass ich da über deinen Kopf hinweg gelesen habe. Es ist kein Europa dabei. Und wenn du dann wirklich ganz normal die Karriere startest, dann fängst du ja irgendwo an. Also irgendwo musst du ja deine erste Garage dann auswählen, ne? Bitte links halten. So als Startstadt. Also das habe ich lange nicht probiert, da wirklich mal bei der EAA wirklich neu zu starten. Und mich da so ein bisschen zurückerinnern, wie das da war, wie ich da rumexperimentiert habe. Mike, die Leute suchen sich das alles selber aus. Weißt du, ob die Leute jetzt hier sich ein Bier aufmachen, wenn ich einen Unfall baue? Oder wenn ich einen Auftrag abliefer? Oder
wenn ich über eine Kreuzung fahre oder jedes Mal, wenn ein weißes Auto vorbeifährt oder ob sie Sissi schauen und jedes Mal bei Jawohl, Majestät sich an reinbrennen. Das ist ein freies Land. Ach so. Nicht mal eine Garage kaufen, das ist natürlich übel. Ha. Das hatte ich so noch nicht. Da muss ich jetzt echt mal passen. Und dann Ausfahrt rechts. Oder ein Biker überlebt, ganz genau. Auch so eine Variante. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Aber wir liefern hier direkt den Autohof, oder was? Oder ein Biker über den Haufen fahren. Irgendwas passiert. Man muss... Es gibt immer einen Grund zum Trinken. Sollte aber besteht nur aus diesem Autohof. Biege nach rechts ab. Unten im Outlet-Center, ne? Irgendwas war doch da. Und was die hier mit dem ollen Segelboot wollen, ist mir auch nicht so ganz klar, aber ich stelle da keine Fragen. Ich richte nicht. Ah, hier sieht verdächtig nach Meckes aus. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Dann was heißt jetzt demnächst? Ah, hier ist demnächst. Biege nach rechts ab, kein Problem. Ich finde eine neue Route. Verdammter Hacker. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Halt den Rand, Helga. Hatte ja zu tun. So, und dafür braucht man Leistung. So, dass man hier auch einfach mal an so einem Pfosten vorbeikommt. So. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hab ich hier nicht... Ich will da jetzt nicht drüber reden. Ja, Rabe, ich hab's dann auch gemerkt. Prinzipiell ist Helga immer schuld. Genau, Yarim. Wunder mich schon. So, nächster Anlauf. Biege nach rechts ab. Kann mir mal bitte einer sagen... Warum? Vor allen Dingen, warum?
Was ist denn das für ein nachtblinder Uhu? Das war eine schöne Fahrt. Wie kann man glauben, dass das jetzt eine gute Idee war, wenn ich links aushole, rechts dran vorbeifahren zu wollen? Und da haben Leute Angst, dass die KI die Welt übernimmt. Da habe ich mal stark meine Zweifel. Wenn mir jetzt nochmal einer erklären kann, warum hier diese weiße Umrandung, die sonst auf dem Boden ist, jetzt hier so frei schwebt. Was ist denn das heute wieder für eine Nummer? Soll ich noch Keile unterlegen oder was? Einmal hier grob heilen. Ne, wir müssen noch ein bisschen vor, das bringt. Also ich glaube, man kann jetzt klar erkennen, dass ich längere Zeit einfach die Karte erkundet habe und nicht eingeparkt habe. Ey! Wie peinlich ist das denn heute? Machst du einen Gang rein, du blöde Hippe? So, aber wir ziehen ja durch, ne? Muss ja auch mal Mut haben zum Scheitern. Gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Das wird auch wieder nichts. Ich habe auch echt keinen Vertrag mit diesen mitlenkenden Dingern, ne? Das ist immer mein persönliches Dilemma. Jetzt machen wir mal die Bescheißernummer von außen, wo eingeparkt wird. So, dies zur Vorführung, wie man es nicht macht. Meine Fresse. Nix wie raus hier aus der Portion der Scham. Man muss überall erstmal wieder reinkommen. So, Soltau haben wir jetzt offiziell. Oh, das könnte man doch direkt machen, ne? Denn da ganz rüber müssen wir nicht, aber das passt. Rüber nach Düsseldorf, da wollten wir eh hin. So, was habe ich denn hier alles? Der YouTube-Chat kann bei Twitch mitlesen.
Das geht auf jeden Fall, da wird ausgetauscht. Hallo Stefan, schönen guten Abend. Und Joachim. Mann, Mann, Mann. Ich mach das nicht mit Absicht. So. Genau, Peter. Wie viele Mods hast du da sonst noch drin? Wir fahren jetzt erstmal Birnen durch die Gegend. So. Ach ja, das muss ich vorne erstmal. Auch wenn wir dann doch hier bei der Firma das Ding abgeholt haben oder abholen werden. Endlich, wir sind da. Ja, ja. Keine Ekstase, Helga. Das kannst du nur erfinden. Das glaubt dir keine Sau. Ich mopper hier vor mich hin. Und meine Smart Speaker sind der Meinung, mich verstehen zu wollen. Tamo hatte noch eine Frage. Gottes Willen. Moment, ich scrolle. Tamo, habt egal ob man einen Mod für realistisch gefüllte Rasthöfe in der EU. Okay, es gab mal einen für realistisch gefüllte Rasthöfe in der EU. Also wie mir schlimm, recht volle Parkplätze. Leider gab es den Mod meines Wissens nur bis zu 1,40. Ich selber kenne den nicht. Ich bin nämlich, glaube ich, nach der 1,40 eingestiegen. Ich kenne den nicht. Ich kenne nur den Companies Mod von Shumi ist der, glaube ich, wo dann eben mehr auf den, da stehen auch mehr LKWs quer und sind vorne am Zaun geparkt bei den einzelnen Firmen, aber das hat mit den Rasthöfen nichts am Hut. Den kenne ich nicht. Da muss ich passen. So, wo ist denn hier Mauspfeil da? Wir wollen das Zeug okay, nehmen. Wir fahren los. Und welcher ist das? Sie sind am Ziel angekommen. Oh, Helga, geh mir jetzt auf den Docht. Ist der zweite, okay. Nee, das Snake, so lange machen wir nicht. Ich habe morgen auch noch Arbeit vor mir. Durch den Discovery Map Helper ist die Karte verschoben, ne? Das Problem, das kenne ich irgendwoher. Was mich dann dazu gebracht hat, da gab es dann auch den heißen Tipp, ne? Hier von euch. Ich habe mir dann einfach den Kartenhintergrund beziehungsweise dann einen den Zoom Crash Fix von Tobi, der ist nämlich offen, vom Steam Workshop, da habe ich mir die Farben umgeschrieben. Somit bin ich da recht flexibel jetzt von den Kartenhintergründen, aber das ist dann schon wieder Zeug, was ich niemals irgendwie verklickern werde, wie das geht. Einmal, weil ich nicht die Anleitung möchte, wie man jetzt bestehende Mods verändert. Einfach, weil ich zu sehr Respekt habe vor den Mod-Erstellern. Ne? Aber wenn ich dasselbe für den einen Gebrauch dann hier mache, aber ich könnte mir auch einen eigenen Mod dann soweit mal zusammenschnitzen und kopieren. Und die andere Sache ist, wenn dann dabei was in die Hose geht, wird es schwierig. Hallo Dietmar. So, habe ich ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich lese das jetzt gerade nochmal. Das. Ja, so, weiter geht's. Kartenplanung.
Ich habe auch einen eigenen Trailer-Skin. In dem Stil. Für einen Curtainsider. Na, hier müssen wir auch nicht großartig machen. Da fahren wir einfach hin. So. Diesel, jenes. Ab dafür. Wie viel Gewicht haben wir jetzt eigentlich dran? Da, 15 Tonnen. Das ist jetzt mal wieder relativ normal mit der 6-Tonnen-Yacht. Das war jetzt irgendwie ganz ungewohnt. Man, diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen das. Ich habe da echt ein gestörtes Verhältnis zu jedem LKW, der wo irgendeine Achse mitlenkt. Da fehlt mir, glaube ich, eine Hirnwindung dazu, damit gescheit umgehen zu können. Vielleicht auch der passende Führerschein. Aber Details. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Die war also überraschend lange grün. Ich dachte eben schon gleich zahlig. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sag doch mal. Ja, aber muss ja nicht. Also ich muss nicht immer mit dem eigenen Skin. Also ich habe auch gerne mal so die Abwechslung da einfach mit drin. Stimmt, die unbekannten Kamera, also hier die Fototrophäen und sowas. Oh, Entschuldigung. Da kam mal ganz kurz der Heuschnupfen vorbei. Die könnte man eigentlich auch mal wieder anmachen, ne? Aber da ist, ja, da hinten ist da was, Hannover. Aber hier ist erstmal stabil, aber könnte man anmachen. Da habe ich auch noch ein paar offen. Danke. Ich glaube, das ist hier der freundlichste Chat, den ich jemals irgendwo bei irgendeinem Streamer gesehen habe. Dankeschön, Leute. Da ist doch hier einer im toten Winkel. Hier todesmutig. Komm raus, trau dich. Forsch, ich schredder. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, das ist auch sowas. Aber ja, es nee, kommt so langsam Ausfahrt der Heuschnupfen rechts. Bei mir um die Ecke. Das wird schon mal im Leben halt auch nicht mehr los. Aber den kriegen bitte wir auch gebändigt. Halten. Nur nach der Woche, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf Regen. Samstag wird gegrillt. So, 28 Grad, es wird gegrillt in kurzer Hose. Larsnake, du kommst in den Himmel. Viel zu gut für da unten.
Bei 88 km/h fangen die so an rumzuzicken. Was ist denn das für ein... Das ist mir in Südamerika nie passiert. Danke, Jarvis. Jetzt mal nicht übertreiben mit dem Lob. So, Ende. Oh. Meine Hängerzugerfahrung, die ist, wie soll ich sagen, ich habe da öfters zugeschaut. Das machen wir nicht. Ich fahre vielleicht irgendwann mal, wenn ich einen coolen Wechselbrücken-Mod für den Volvo finde, fahre ich vielleicht mal Wechselbrücke, aber da mache ich mir keinen Anhänger dran, das könnt ihr vergessen. Hier so eine Drehschemel-Gliederzug, nee. Nur vorwärts. Ich mache das nur wegen den Karten, nicht wegen der Fahrkunst. Weil ich die Gegend geil finde. Bitte links halten. Ja, Spedition, das Thema wurde auch im Discord kürzlich gedingst, dass dann über Trucky da mal was gestartet wird. Ich sag's, wie es ist. Ich habe jetzt nach Ostern, Quatsch, nach meinem Urlaub vielmehr. Nach meinem Urlaub habe ich ein neues Projekt angefangen, was mich an und für sich ein bisschen, so arbeitsmäßig, ein bisschen mehr auslasten sollte. Mit dem Resultat, dass mich das jetzt in den letzten Wochen erstmal sehr ausgelastet hat. Aber ich will mich dann noch ein bisschen reinfuchsen und dann... Ich kann halt nicht garantieren, dass ich da großartig mitfahre. Aber wenn da das Interesse besteht an so einer Spedition, Community intern, ich fuchse mich noch ein bisschen rein, aber dann können wir so ein Thema dann auch gerne mal angehen. Ja, genau das ist das, Stefan. Ich habe dann auch gerne einfach mal so ein bisschen Abwechslung hinten dran. Und dann kann es passieren, dass ich einfach Bock habe, mit dem eigenen Design dann halt durch die Gegend zu fahren. Das kann dann auch mal passieren, aber das ist alles so stimmungs- und tagesformabhängig. Nee. Ich grill für meine Frau und mich. Da guckt selbst nur der Hund zu. Gott, was eine Grammatik. Da guckt selbst der Hund nur zu. Echt, ist auf Malle gutes Wetter? Ja, im April... War ich denn schon mal da? Ich glaube, ich war auch mal im April da, aber da war es echt bitterkalt. Ja, Mike, da hast du vollkommen recht, aber jetzt ist so das erste Mal grillen in kurzer Hose. So bei Bier und T-Shirt und draußen. Ich habe ja auch schon am 2. Januar angefangen zu grillen. Ja, bei Trucky muss ich mich nochmal reinfuchsen. Das sieht an und für sich alles echt plausibel aus und von dem User-Interface und so alles ganz, ganz, ganz dufte. Aber ich habe mich halt noch nicht so genau mit befasst, wie das Ganze dann funktioniert, was man da so mit veranstalten kann. Mal gucken. 27 Grad auf Malle. Geil. Wenn wir das machen mit so einer Spedition, dann soll das was so was Vogelfreies sein. Wo nicht jeder quasi, keine Ahnung, jede Woche 5000 Kilometer ableisten muss und. Sondern einfach so wirklich was Vogelfreies, Angenehmes, was so die Community, so diesen, ne, den Geist der Leute, die hier sind, einfach widerspiegelt.
Ist bis jetzt so mein Gedanke. Ich hoffe, das lässt sich umsetzen. Aber wenn du Sonntag wegmachst, dann kommst du quasi hier an und dann ist hier gutes Wetter. Gut, es sollen nochmal 2-3 Tage nächste Woche ein bisschen kühler werden, aber dann geht's auch wieder hoch. Also du bist bei guten 20 Grad kommst du dann hier an. Der globalen Erderwärmung sei Dank. Ja, aber sehr gerne, Christoph, sehr gerne. Ich sag's immer wieder, es freut mich, wenn ich wirklich helfen kann und Leuten das Leben erleichtern kann. Hier auf der Karte sind wir jetzt bei 2/3, ne? Haben wir jetzt hier die 2/3 schon? Ja, 66,80. Das haben wir jetzt schon. Die Vanilla-Karte ist bei 100, aber hier fehlen noch so ein paar Ecken. Und es sind halt auch schon so ein paar üble Sachen mit dabei, wie jetzt hier zum Beispiel. Ne? Da sieht man, dass dann auch mal die Raststätten dann nochmal überarbeitet wurden, irgendwann mal. Weil irgendwann bin ich die Strecke hier mal gefahren. Aber dann ist genau dieses Element dann mal erneuert worden. Hier haben wir dann nochmal einen Parkplatz, wo wir hinfahren müssen. Es sind ja schon so ein paar einzelne Brocken, die dann noch abgefahren werden müssen. Hier war ich übrigens letztens, da steht eine Hütte drauf. Also da ist irgendeine Lagerhalle drauf, da komme ich nicht hin, der rote Teilbereich. Also ein bisschen was, so ein paar komische Sachen habe ich hier halt noch. Oder hier das Typische mit Auf- und Abfahrt und sowas. Ja, aber Stück für Stück, ja, wie der Bauer die Klöße ist. Ja, ich meine, diese Einzelsachen, da kommst du um die Flycam nicht drum rum, da wirst du echt im Übel dabei. Ja, das mit diesem ProMods Classic, auf der einen Seite finde ich das ja cool. Auf der anderen Seite suchte ich immer dann nach neuen Versionen der ProMods. Da werde ich mir jetzt nicht die alte nochmal draufhauen. Ich bin jetzt einfach mal so ganz, ganz trocken dabei. Über 90%, Joachim. Auf der ProMods-Karte. Das ist stark. Und auf der Vanilla-Karte. Das ist auch stark. Also, jetzt mal, ne? Richtig verstehen. Und die letzten paar Prozente, die ziehen sich dann, weil das dann echt nur noch so kleine Flecken sind, die man schließen muss. Ja, ProMods, das ist cool. Hut ab. Da fehlt mir noch was. Dafür war ich dann halt noch auf andere Karten unterwegs, aber wer war das nicht? Ich bin ja nur froh gewesen, dass mir eben, da ich ja diesen Spleen mit den ganzen Karten und sowas habe, dass ich es geschafft hatte, wie ich dann hier dieses neue Profil gestartet habe, dass ich mir dann einfach, zwar das ein nacktes Profil von vorne erstellt habe, aber ich habe die ganze Kartenerkundung mitgenommen. Das war jetzt schon mal wichtig für mich. Weil dann nochmal alles von vorne. Nö. Seit 12 Jahren. Hast du das Ganze noch als CD-Version zu Hause, ne? Oder waren es damals noch Disketten? Kleiner Scherz am Rande. Das ist natürlich dann echt allen Respekt. Da warst du von vorne mit dabei und hast noch am Ende die ersten ProWords-Versionen mitgekriegt. Da waren die Räder vom Laster noch viereckig. Ja, genau, Veno. Das kannst du dann echt vergessen. Wenn du dann eben nur noch diese ganzen Einzelbrocken da hast, oder hier das so verschiedene Autobahnkreuze, das geht nicht anders. Ich meine, das geht schon anders, aber dann Jahre.
CD, geil. Hallo Sir Winnie, guten Abend. Oh, mit ganz von vorne, das ist mies. Ich habe da ein bisschen rumgedoktert, bis ich die Erkundung wirklich unfallfrei mit rübergenommen habe. Man, das geht. Man braucht dann halt entsprechend das alte Safe-Game und dann halt ein bisschen dekodieren, ein bisschen drin rumgucken. Aber dann habe ich die Erkundung mit rübergenommen, sonst nichts. Dann wirklich von null wieder angefangen. Ach, Tina Turner hat Geld verdient, sehr schön. The Driving Dead. Bitte links halten. Ja, es geht aber recht zügig. Also vom Levelfortschritt und so, das geht alles recht zügig. Ich meine, ich hatte ja schon mal ein Profil auf Level paar 70 und dann relativ schnell wirklich finanziell so autark, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin mit der Kohle. Und das war halt hier mal so das Interesse, wie sich und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hier das Ganze entwickelt mit dem Verschleiß des Fahrzeugs und sowas. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts und ganz rechts, ne? Ja, genau. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich habe dann wirklich vor ein paar Jahren wirklich nur aus einer Laune heraus das Ding gekauft für 5 Euro im Steam Sale. Boah, willst du das Ding durch die Kurve heben oder was? Das wird natürlich eine Herausforderung, hier jetzt mal links rüber zu kommen. Ja, Konvoi bin ich auch schon gefahren. Also öfters schon mal. Haben wir dann auch schon mal hier im Stream gemacht, die ganze Geschichte. Auch schon mal mit verschiedenen Setups, mit anderen Karten. Zuletzt auch mal der EuroadNet. EU-RoadNet, man weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ist nur interessant, wie unterschiedlich es in den Maps mit der Erkundung läuft. Was meinst du, Mr. Big? Manche sind leichter zu erkunden, weil dann halt nicht so komplizierte Straßen oder Autobahnkreuze und solche Geschichten dann gebaut sind. Also da kannst du linearer erkunden. Demnächst links abbiegen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier eine richtige Einfahrt nehmen. Nicht beim Nagel, sondern da vorne beim DHL. So. Biege nach links ab. Gott, war das vorhin peinlich. Wir sind heile angekommen.
Sonst machen wir die Nummer nochmal in anständig. Der Hof ist ja jetzt auch wirklich groß genug. Mal einmal gepflegt von draußen gucken. Das könnte klappen. Nee, nee, die geht nicht mit Pro-Mods, das ist vollkommen richtig. Aber wir sind dann halt mal aus Gaudi sind wir halt mal die im Konvoi gefahren. So. Müsste eigentlich reichen. Ja, geht doch. So. Ja, und Rasthöfe, die sind auch, ja. Autobahnkreuze, Rasthöfe, brutal zu erkunden. Also, der Konvoi, der macht richtig Fetz. Das jetzige Griechenland und Rumänien. Welche Maps sind das? Meinst du jetzt vom Karten-DLC oder was? Danke, Peter. Geht doch, ne? Sondern da hinten am Auflieger so eine Achse nicht irgendwas Komisches macht? Geht doch. Haben wir hier irgendeine coole Tour? Ja, super, wieder hoch nach Aarhus. Das machen wir nicht. Rüber nach Erfurt könnten wir fahren. Das wäre was. Nicht nach Calais oder Stuttgart wird auch gehen. Eppel nach Stuttgart. nee. Das machen wir. Mit den noch ein Rot hin. Na, geht doch. Hallo Burkhard, guten Abend. Ich meine, Rumänien ist ja im normalen Karten-DLC mit drin. Das ist ja schon mal amtlich. Da ist aber kein Thessalon. Ich meine, was jetzt hier Griechenland ist, das ist ja jetzt nicht die Welt, ne? Hier Thessaloniki und seine Freunde, das ist Promods. Aber Rumänien ist standardmäßig, ist generell schon mal bei der Vanilla-Karte, entsprechend mit den DLCs, ist das mit drin. Ach was. Bin im Moment von Veria nach Rumänien unterwegs. Hab bei Veria tierische Grafikfehler. Warte mal. Nur mal aus purem Interesse.
So, Veria ist dann schon mal ein anderer, noch eine andere Karte. Da hast du noch was anderes mit drin. Mike, ja. Rumänien ist Road to the Black Sea und wird gepimpt durch Roex, was ja Romania Extended ist. Dafür steht ja die Abkürzung Roex. Nur hier in der Promods-Karte ist Veria nicht mit drin. Oder ich habe es noch nicht erkundet, aber das wird mich jetzt hier brutal... Sag mal, warte mal, wo... Das sind so Sachen, ne, das interessiert mich jetzt. Warte mal. Veria, Griechenland. Gib mal hier nochmal so eine Richtung. Ist das links oder rechts von Thessaloniki? Wo ist denn das? Links von Thessaloniki, genau. Wir wollen jetzt nicht mit die Profis mit Himmelsrichtung arbeiten. Es ist links von Thessaloniki. Und da ich hier wirklich nur ganz nackt die Promods drauf habe. Da ist nichts. Also dann hast du noch irgendein... Hast du dieses Veria zumindest bei irgendeinem anderen Kartenmod mit drin. Dann ist es nicht von Promods versaut. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Unterhalb von Thessaloniki. Also hier ist nichts. Das, was unterhalb von Thessaloniki ist, ist dann schon, es geht schon Richtung Zypern. Hallo Real Pilot. Könnte sein, dass das... Nee, vom Merch eigentlich nicht, weil der Merch fügt ja keine weiteren Städte hinzu. Also wenn du Promods eh mit drauf hast. Oder, warte mal. Das könnte jetzt natürlich... Das könnte jetzt natürlich vom Standard-Game. Komm, wir machen mal die Vanilla-Karte mal geschwind dran. Grease Extended als Promods Add-on. Ja, das könnte sein. Bekomme bei mir im Frachtmann nur noch Schwerlastaufträge. Ist das normal, ne? Alles andere hast du schon transportiert. Nee, es ist eigentlich nicht normal. Oder hast du versehentlich einen Filter reingemacht? Moin Noah, servus. Weil hier ist ja dann in der Vanilla Westbalkans, da ist ja null nada niente. Griechenland, da ist hier komplett leer. Also dann hast du noch irgendeinen anderen Mod am Start, der komische Sachen macht. Zumindest da in der Gegend. Hier unten ist übrigens noch so mein altes Profil. So, nur mal fürs Protokoll. Wenn du wieder guckst, dann mal rein. Mein Vermögen. Promods, genau. Ja, aber weißt du, wenn man beißt sich ja dann an sowas fest und fragt sich dann, wer ist der Übeltäter, ne? Wer hat's versaut? Hallo Makro Money, servus. Wenn du nah ranzoomst auf der Karte, Noah, das kann passieren, wenn ab einer gewissen Kartengröße empfiehlt es sich, einen sogenannten Zoom-Crash-Fix mit reinzunehmen. Ab einer gewissen Kartengröße kann es beim Zoomen passieren, dass sich das Spiel einfach verschluckt und abstürzt. Und relativ weit oben über dem Kartenhintergrund sollte man dann einen sogenannten Zoom-Crash-Fix mit reinbauen als Mod in der Mod-Reihenfolge oder in dem Mod-Manager. Den Zoom-Crash-Fix findest du genau unter der Beschreibung
im Steam Workshop. Also ist jetzt nichts Schlimmes oder Unbekanntes, das kann wirklich einfach passieren. So, und jetzt nehmen wir unsere Zugachsen mal an. Ja, ich habe ja diverse Testspielstände, um genau so Sachen dann mal bei so Sachen mal rumzuspielen. Gerne, Noah, kein Ding. Das sind so Fragen, die kann ich aus der Hüfte. Ich mach mal einen Gang rein, ne? Das sind so Sachen, die kann ich aus der Hüfte beantworten. Das. Da habe ich selber oft genug geflucht. Das ist leicht zu lösen. Warum dann links von Thessaloniki auf einmal Zäune auf der Straße sind, das ist dann eine andere Qualität der Frage. Ist mal hier irgendwas? Achso, warte mal. Das und nicht die Wiegestation, die Städtenamen. Und ich bräuchte mal bei Gelegenheit eine Tanke. Ach, guck mal hier auf dem Weg. Ja, die nehmen wir dann hier direkt. Und dann können wir die Tanken schon wieder rausnehmen. Und habe fertig. Aber sonst ist hier auf dem Weg nichts. Wir wollen schön an Kassel vorbei. Aber sonst ist hier das meiste, ja. Ja, ist alles rot, muss noch erkundet werden. Sehr schön. Los. Es gibt ein Southern Region AZGE Road Connect. Ja. Aber so lernt man, Mike. So lernt man. Warum man den Buffer in der Config ändern muss, wenn man die Road to Africa fahren will, weil auf der Road to Africa zu viele Elemente gleichzeitig dargestellt werden. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, die Pro-Mod sieht total geil aus. Biege nach rechts ab. Würden die Brüder von Terra Maps das sauberer machen, dann bräuchte man das nicht. Aber unterm Strich, es hängt nach meinem Kenntnisstand an der Anzahl der Elemente, die dann gleichzeitig geladen werden. Und mit einer zu geringen Buffer-Einstellung kriegt das System das einfach nicht hin. Und es werden dann nicht alle Elemente dargestellt, was dann einfach zu Löchern in der Optik führt. Genau, die Helga, die kann echt so total angesickten Unterton entwickeln, ne? Heinz, ich bin mit Lenken, Gegengucken, mich am Verkehrsgeschehen beteiligen und dem Chat lesen. Völlig ausgelastet. Ich bin echt so ein Automatikfahrer. Bandit, den gibt's noch. Ich weiß nur, dass der momentan arbeitsmäßig echt voll ausgelastet ist. Aber mit dieser Buffer-Einstellung, das kann auch Sinn machen, beziehungsweise so die Performance, die... Ja, nicht unbedingt Stabilität, aber... Darstellung von vielen Sachen dann einfach vereinfachen, wenn man auch mit einem größeren Kartenverbund unterwegs ist und andere Karten mit hat. Das kann das schon erleichtern, weil die Standardeinstellung eben auf die Standardkarten von SCS ausgelegt ist und andere Karten dann einfach das System einfach weiter belasten, um es mal so ganz, ganz elementar auszudrücken.
Oh. Hier nutzen wir wieder die Chance zur unterlassenen Hilfeleistung. Im echten Leben würden wir das anders dann machen. Weil ich sagte, Gang einlegen, ja, ja, gut. In dem Sinne von, ich war halt noch in Neutral. Da wurde der Motor nur lauter, aber das Auto nicht schneller. Bitte links halten. Du, ich glaube, ich habe auch meinen Buffer auf 50 eingestellt. Ich hatte ihn mal auf 80. Auch mal um was zu experimentieren, aber mit 50 bist du, glaube ich, schon mal stabil unterwegs. Moment. So. So. Bitte links halten. Ja, der hat videomäßig hat Vendit wirklich einige Zeit nichts großartig gemacht, weil der so im Privaten und Beruflichen da, im Beruflichen hauptsächlich stark eingespannt war. Das war so der Hintergrund. Bitte links halten. So, jetzt kann ich mal wieder mich am Chat beteiligen. Aber, oh Manni, bei mir alles stabil. Seit 2 Wochen aus dem Urlaub wieder da. Auch viel zu tun, also aber viel zu tun im positiven Sinn. Also läuft. Wenn ich klage, dann auf hohem Niveau. Könnte alles schlimmer sein. Der Ruder ist momentan nicht da. Der kommt wieder, aber der ist momentan anderweitig unterwegs. Das weiß ich. Der war die Tage, da war ich aber zu spät. Ausfahrt rechts nehmen. Was macht denn der Holländer hier neben? Fahr weg. Nimm die Ausfahrt rechts. Der war letztens mal bei sich auf dem Discord, mal so hier im Sprachchat mal drin. So ein bisschen stammtischmäßig, aber da war ich zu spät, dass ich da noch mit hätte reinspringen können, wie ich das gesehen hatte. Aber der kommt mit Sicherheit wieder und dann gibt es auch wieder Streams und Videos und überhaupt. Aber das ist dann halt immer so die Sache, ne? Dann hast du dann mittlerweile so eine Community, wo Leute echt dann interessiert sind, mehr von dem, was du machst, zu sehen. Und dann kommt dann halt mal privat was dazwischen. Urlaub, Krankheit, andere berufliche Projekte, was auch immer. Und dann wundern sich die Leute, auch zu Recht, wo ist er denn? Macht er noch was? Ist irgendwas passiert? Aber ich glaube, der hatte dann auch mal auf YouTube in der Community dann auch mal Infos rausgestellt, dass er auf jeden Fall wiederkommt. Ein Tipp für mehr FPS. Auf MacBook Air. Ja, das ist so eine Sache. Aber wenn das MacBook echt eine steile Geschichte ist, aber auf dem Laptop ist es dann halt immer generell mal ein bisschen schwieriger. Einfach performancemäßig allein da einen Grafikchip gescheit zu kühlen, ist ja da eine Herausforderung. Um da wirklich was zu machen, hilft, glaube ich, nur nicht mehr als Full HD Auflösung und dann Details runterschrauben. Also da für, wenn es die Hardware nicht hergibt, dann muss man die Hardware zugunsten von mehr FPS eben mit den Details entlasten und dann kann das Ding mehr Bilder berechnen. Also das ist blöd, ist aber leider so.
Die haben so eine Mordsauffahrt gemacht, ne? 50 Meter lang. Aber das hat schon was, wenn du so die ganze Zeit auf wildesten Karten dann unterwegs warst, dann hier mal mitten durch Deutschland zu fahren, das mit gescheiter Beschilderung, easy zu fahren, das hat dann auch mal was. So guter Kontrast zur EAA oder so. Meinst du, Snake, die schicken so spät abends noch oder hast du heute noch nicht geschaut? Das ist so ein Argument, Winnie. Ich kann nur das, die Aussage von Winnie aufgreifen. Wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, ne? Zimmer, drückt mal auf den Daumen oder auf Twitch könnt ihr auch folgen. Gott, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ja, haut auf alle Knöpfe. Ihr wisst, wie die Dinger funktionieren? Follow, like, abonnieren, was immer ihr wollt, aber dann sehen wir uns öfters, hoffentlich. Momentan ist halt so eine ganz chillige Phase mit ein bisschen Karte erkunden, ein bisschen durch die Gegend cruisen, aber es kommen wieder interessantere Zeiten, wo ich dann wieder anfange, so aktuelle Karten-Setups und Pro-Mods und alle Änderungen zu erkunden und Karte wieder freizufahren und zu machen und zu tun. Momentan hängen wir alle so ein bisschen in der Luft in froher Erwartung auf die Version 1.5.0. Ja, oh Leute, macht doch so einen Blödsinn nicht mit mir. Wieso fährst du einfach rüber? Ist mein Auto so unauffällig? Also es gibt nur Hinweise, Manni. Aber wann wirklich Release ist oder wann es in die Beta-Phase geht, noch gar nichts mitgekriegt. Ich habe so am Anfang vom Stream habe ich heute gesagt, es ist, irgendwie spricht momentan keiner mehr in den News von ETS 2 1.5.0. Was irgendwie immer so ein Hinweis ist, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis dann auf einmal so, jetzt Beta. Bis es dann wirklich losgeht, aber schauen wir mal. So, ich könnte natürlich auch mal hier einen Tempomat wieder anmachen. Ja, man, Mike, ne? Deutschland ist auch irgendwie schön. Wenn man hier so mal guckt, hier so der Ausblick. Können wir mal aufs Dach gehen. Also das sieht schon geil aus. Wir sind es halt nur gewöhnt, wie Deutschland aussieht. Ganz schön laut da draußen. Holländer halt. Letztes Mal heute früh nachgeschaut. Ja, okay. Ja, mit den Online-Bewerbungen ist das immer so eine Sache und da weißt du auch nicht, wenn die Leute dann wirklich am Ende das aus dem Homeoffice noch machen, da kriegst du manchmal Nachrichten zu den wildesten Uhrzeiten. Da gebe ich dir auch recht. Mike, das scheint nur. Die Willkürlichkeit, das ist so eine Sache. Also ich kann zumindest aus eigener Erfahrung sagen mit den Videos, so wirkliche Trends kann man so ablesen ab so 300-400 Videos. So blöd, wie sich's anhört. Vorher hast du das Gefühl, dass die Zahlen keinen Sinn ergeben, du brauchst dann schon mehrere hundert. Unter 100
also nicht mal einen Ansatz von einem Gefühl von Trend oder Ablesbarkeit oder Prognostizierbarkeit. Ja, momentan ist alles so in Wartehaltung. Na, jetzt so Anfang April kann man so eine Wette noch machen, ne? Da hast du noch ganz gute Chancen, Kaiberin, ja. Es ist keinerlei Regel zu erkennen. Echt immer noch nicht. Sind wir schon nicht fertig. Bitte links halten. Um 2 Uhr morgens. Das ist Wahnsinn. Aber man ist ja da heutzutage schon fast froh, wenn dann überhaupt eine Absage kommt. Oftmals hört man ja dann gar nichts mehr von irgendwelchen Bewerbungen. Ey, komm, dann fahren wir mal links rüber. Was? Den habe ich nicht kommen sehen. Zeitraum März bis Mai, ja gut, dann wäre jetzt halt noch der April offen, ne? Aber ich traue da keinem bei solchen Aussagen. Was war denn das jetzt wieder für ein Übermütiger? Videos, von denen ich meine, dass sie gut ankommen, laufen am schlechtesten. Einfach weitermachen. Man darf halt auch nicht vergessen, das sind halt relativ lange Videos, wo halt meistens nicht irgendein Problem gelöst wird oder was kommentiert wird. Also ist das schon alles sehr, sehr nischig. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, ich bin jetzt 7 Jahre in Rente und habe letzte Woche eine Beantwortung für einen LKW von über 10 Jahren bekommen. Ohne Scheiß jetzt. Ey, manche Sachen sind zu geil. Kannst nur froh sein, dass du bei denen niemals angefangen hast. Stell dir mal vor, die bezahlen genauso schnell, wie sie beantworten. Oder wie sie Antworten rausschicken auf ihre Bewerbung. Na, ich glaube nicht, dass. Das war auch, glaube ich, die Aussage von ProMods. Nächste ProMods-Version. Warum baller ich hier mit 104 durch die Gegend? Nächste ProMods-Version. Erst bei der nächsten ETS-2-Version.
Und wenn, Christoph, da hast du vollkommen recht. Der ATS ist da immer so der, das Versuchskarnickel. Ja, Snake, diese Zuverlässigkeit von Unternehmen im Bewerbungsprozess, das finde ich eine Unverschämtheit. Ich kenne da auch Leute, die dann echt 6 Monate auf irgendeine Absage warten und dann da kommt eine Absage und du guckst dann auf deine Liste und du weißt schon gar nicht mehr, warum habe ich mich bei denen denn beworben? Da hast du auch keinen Zusammenhang mehr. Da kommt irgendeine Antwort und am Ende von irgendeinem Bewerberportal oder Bewerbungsmanagementportal wurde aus der E-Mail-Adresse und fehlenden Kontext in dem Inhalt der E-Mail überhaupt nicht ableiten kannst, für welches Unternehmen habe ich mich da überhaupt beworben und warum schreiben die mir? Ey, das ist fürchterlich. Ja, Mike, das ist dann echt schwierig, da mal was abzulesen. Aber entscheidend ist mal, Hauptsache es macht Spaß. So. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Noah, das ist auch über ein Mod. Auch aus dem Steam Workshop. Da gibt es etliche Mods, die dir den Route Advisor anders erbauen. Aber wenn du es genau wissen willst, dann kannst du gerne... Ist auch der Link hier in der Stream-Beschreibung mit drin. Auch bei meinen ganzen Videos. Kannst du gerne auf meine Ko-fi-Seite gehen. Da gibt es noch so ein paar mehr Infos und... Sachen von mir und da ist unter anderem auch ein Shop mit dabei, wo du als digitalen Inhalt dir den Zugang zu meiner Modliste, das ist eine Google-Tabelle, kaufen kannst, aber für 0 Euro. Also kannst du einfach 0 Euro eintippen, kriegst du per E-Mail den Link zugeschickt. Aber wenn du willst, kannst du auch einen anderen Wert eingeben. Also da kannst du mal was in die Kaffeekasse schmeißen, muss aber keiner machen. Und da kriegst du einen Link zugeschickt zu einer Google-Tabelle und dort sind dann all meine Mods in der entsprechenden Reihenfolge mit den entsprechenden Links, wo die Dinger zu finden sind. Und unter anderem dann auch genau der Link zu diesem Mod, den ich hier nutze für die Anzeige oben an der Infoleiste. Ah, Rick Nichter, kommst aus Thüringen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hallo Tobi, guten Abend. Nimm die Ausfahrt rechts. Ey, wenn die es aber in 4-5 Monaten nicht geschafft haben, eine Entscheidung zu treffen in ihrem Auswahlverfahren, ne, dann ist bei denen aber auch alles schiefgelaufen. Demnächst rechts abbiegen. Das sind so Unternehmen, da müsstest du eigentlich dann rotzfrisch hinschreiben, hiermit ziehe ich meine Bewerbung zurück. Sie sind anscheinend mit dem Auswahlverfahren der Bewerber schon völlig überfordert. Ey, ich habe jetzt selber in meinem Leben genug Leute eingestellt in verschiedenen Positionen und Aufgabenbereichen. Und wenn du so lange für was brauchst, dann ist grundlegend an der Struktur dahinter was falsch. Dann weißt du nicht, für was und wen du suchst und dann sind sich die Leute innerhalb nicht einig. Und für mich ist das einfach so eine Frage des Anstandes. Ich lasse keinen, der auf der Suche nach einem neuen Job ist, so lange ohne Infos hängen. Das ist einfach... Das hat für mich was mit so einem beruflichen Selbstverständnis, mit Stil und Form zu tun. Das sind so Sachen, das macht man einfach nicht. Aber sieht offensichtlich nicht jeder so wie ich. Jetzt wär's bei mir vorbei. Winke mal. Haha. Dann kannst du mal zurückwinken. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Ja, genau, Christoph. Das ist so eine Sache, weißt du? Wenn ich eine Stelle ausschreibe, dann brauche ich entweder zusätzliches Personal oder jemand ist weggegangen, aus welchen Gründen auch immer, und die Stelle muss nachbesetzt werden. Wenn ich dafür aber 4 Monate brauche, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Boah, krieg ich Plack echt. Ministry. Ich bin so froh, in einem Land sowie in der Branche zu arbeiten, wo man diese extreme Bewerbung komplett fremd ist. Oh, müsste vielleicht mal abbiegen. Haha. Entweder ich mache gefühlt ein Telefon, habe eine neue Stelle oder man wird abgeworben. Ja, so habe ich mich auch jahrelang beruflich entwickelt und weiter Karriere gemacht. Aber das ist halt echt nicht in allen Bereichen so. Und solange das in so einer Branche so ist, ey, nutz es zu deinem besten Vorteil und mach da das Beste draus und such dir da wirklich die schönsten, coolsten und besten Arbeitgeber aus. Warte mal, wo muss ich denn hier überhaupt? Ach, guck an, da unten. Ich hätte jetzt beinahe angefangen, Kreise zu drehen. Warte mal, dann machen wir die Sache hier mal anders da. Jetzt gucke ich erst nochmal auf den Chat. Aber du hast da vollkommen recht. Das ist echt ein Segen, wenn du in so einer Branche bist. Und ich war da selber lang genug in so einer Branche mit drin. Und jetzt habe ich echt die Faxen dick gehabt und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer eigenen Bude. Oh, die paar Jahre, noch die 30. Snake, das sind so Sachen, ich meine, ich habe das auch schon erlebt, wenn du da echt eine Firma hast, die nach 2 Tagen dann sagt, hey, cool, dass du dich beworben hast, aber warum auch immer, wir sind der Meinung, es passt nicht, dann ist das prinzipiell schon mal, so sollte es sein. Hallo Ian. Oh, Vinny, das ist übel. Das ist übel. Wenn dann schon alles unterschrieben ist. Und ich hatte ja schon mal eine andere Sache. Ich hatte schon mal mit Leuten Bewerbungsgespräche geführt. Habe alle Details ausgehandelt. Es war alles safe und das war auch meine Verantwortung. Und das war auch alles, also die gesamten Rahmenbedingungen, die waren alle auf Vorab. Das war allen bekannt, auch so unternehmensintern auf unserer Seite. Und es war alles stabil. Und ich habe die Zusage mit allen Konditionen rausgeschickt an den Mitarbeiter. Und auf einmal kam mein Vorgesetzter auf die Idee, wir ändern jetzt nochmal was an den Konditionen des Vertrags. Man, nee, ich, nette Idee, das können wir dann beim nächsten Mal machen, wenn du da irgendwas ändern willst. Aber ich hab da zugesagt, ich stehe dafür ein. Nee, wir müssen jetzt was ändern. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin für das Unternehmen nicht mehr tätig. Also, ey. Das sind so Sachen, da kann ich gar nicht drauf. Danke, Ian. Vielen Dank für das Lob. Ich gebe mal Bestes. Ja, das sind so Sachen. Da sind manche Leute sind da echt derartig übel drauf. Warum stehe ich eigentlich mitten auf der Heide? Wir müssen jetzt mal hier mit Anstand weitermachen. Das geht ja so alles nicht. So. Es ist vorbei. Es ist nichts vorbei. Noch steht der Hobel nicht da, wo er stehen soll. Das müssen wir hier nochmal... Ich muss hier den Winkel nochmal kurz optimieren.
Ja, genau, das ist ja zeitlich kein gescheiter oder kein Riesenaufwand. Bin ich ganz, ganz bei dir, Snake. Aber man kann dann zwar vielleicht nochmal drüber reden, woran es gelegen hat und so, aber unterm Strich, das ist ja erstmal das, was der Bewerber die Info hat. Hier wird's nix. Wenn ich jetzt an so einem scheiß Lampenschirm hängen bleibe. Die war doch vorhin nicht da. Also heute habe ich echt ein professionelles Auftreten, ne? Das darfst du keinem erzählen. Aber ich hätte es ja wirklich. Guck mal hier im Außenspiegel, da hätten wir es sehen können. Unglaublich. Er musste echt immer die Motorflex auf dem Beifahrersitz haben. Und das war jetzt wieder Chat mitlesen. Muss ich hier wieder zickzack fahren? Also schön in einem Zug dann. Aber nein. Weil er so neugierig ist. Na, ihr seid nicht schuld. Ich bin schuld, weil ich neugierig bin. Das ist das Problem bei der Sarah. So. Fertig. Oh, wo waren wir stehen geblieben? Oh, Mike, da erinnere ich mich dran, ja. An Paul Newman. Und mitten in der Nacht irgendwie die Parkuhren weggeflext hat, ne? Frage mich auch nicht, welche das war. Aber das, irgendwas klingelt da bei mir. Einen Baum fällen. Wir hatten da mal eine andere Nummer. Ich war um Leo 2. Kurze Schote. War da auch ein paar Jahre. Also ich war Kommandant von so einem Eimer. Und da war bei uns im Zug war einer auf einem anderen Panzerladeschütze. Und du hast ja eine große Achse, hast so ein kleines Beil und so. Und dann stand eben nicht mein Panzer, aber der andere Panzer, Kamerad von mir bei mir im Zug. Der Kommandant stand mit seinem Panzer da in der Stellung und hat Stellung frisch bezogen und so. Und da war ein Ast war im Weg, ein Ast. Und da sagt er zu seinem Ladeschützen: Ey, nimm da gerade mal das Beil, der Ast ist im Weg. Und das war so ein richtiger Ladeschütz. Also der war gebaut wie ein Rittersport, ne? Quadratisch praktisch gut. Brutales Kreuz. Und der war vom Beruf Waldarbeiter. Also Forstarbeiter. Und der hat die Relation nicht so ganz drauf gehabt. Der hat sich dann das Beil genommen, war irgendwie ein paar Minuten weg, kam leicht angeschwitzt dann wieder in den Panzer rein. So, stuft's, der Baum ist weg. Passt das jetzt? Guckt raus, hat er wirklich dann mit dem kleinen Beil, hat er so ein, ja, so, also du konntest gerade noch so mit der Hand drumrum fassen,
Aber hat er dann einfach mal einen Baum weggehackt und dann rumgeguckt. Dann sah natürlich unheimlich professionell aus. Irgendwo steht ein Panzer in der Stellung, noch so halbwegs getarnt, aber es war also ein Ast, der gestört hätte. Ist der Baum so nach vorne aus der Stellung rausgefallen. Das war dann alles so komplett offensichtlich. Also, soll ich noch Bäume fällen? Nein. Ist alles gut. Ey, Snake, von dir so ein Lob. Dankeschön. Nee, also das, ich will ja... Wilna? Ich will nicht an Wilna. Wo ist denn Wilna? Da hinten, okay. Und da will ich auch nicht hin. Nee, das ist ja nichts. Jetzt mal ganz blöd gesagt. Wenn ich nur fahren will und mich mit euch nicht unterhalten will, dann brauche ich den Stream gar nicht anmachen. Also das, wenn ich schon streame, ich fahre ja auch sonst hin und wieder mal unter der Woche mal abends eine Stunde. Wenn ich da mit dem Chat nicht interagieren will, das ist ja genau das Coole bei der ganzen Nummer, brauche ich den Stream nicht anmachen. Wilma. Vier Jahre Waffenkammer in der Grundausbildungseinheit. Ist das schon? Ja, das ist geil. Hey, da die Strecke, die bin ich schon gefahren. Das ist nix. Nach Oberhausen. Ey. Warte mal, nicht nervös hier. Nach Oberhausen. Dann halt wieder die Strecke. Nee, das ist auch irgendwie blöd. Nee, das ist... Chemnitz, warte mal, Chemnitz. Das ist mal so eine kleine Tour. Aber da bin ich auch noch nicht gekommen. Na, wir fahren rüber nach Chemnitz. Chemnitz ist cool. Altkunststoff, okay. Machen wir. Läuft ab in 56 Minuten, aber es ist, glaube ich, nicht ganz so weit. So. Dankeschön, Snake. Ey, ich hatte da auch Späße. Das. Auf geht's. Wo die Waffenkammer saß, Grundausbildung. Ich hatte einen Rekruten der Grundausbildung, der hat allen Ernstes bei einer Pause sein Gewehr im Wald vergessen. Geführt von vorne, ich wackel da vorne weg und dann lasse ich mal die Jungs an mir vorbei passieren. Wollte dann von hinten wieder aufschließen. Guck ich den einen an, sag mal. Wie so ein Suchbild, ne? Was ist hier falsch? Was fehlt? Ne? Sagen Sie mal, wo ist denn Ihr Gewehr? Oh, vergessen. Bitte? Also so als Soldaten der Grundausbildung, da musst du nicht an viel denken, aber so an so einen Donnerstock, ne? Ey. Demnächst rechts abbiegen. Mr. Big, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Gute Nacht. Oh, die Feuerwehr. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, Mike, es gibt dann wirklich so ein paar Sätze in so Vorschriften, aber manchmal begegnen dir Leute, vor allem in der Grundausbildung, da weiß ich, genau wegen dem gibt es solche Sätze. Das ist so Herzschlag, Atmung, fertig. Ende der Kompetenz.
rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Alles erlebt und ich war nur ein paar Jahre da. Ich hab all die Schoten durch, bis hin zu Leuten, die dann im Wachdienst mit der scharf geladenen, fertig geladenen Waffe, denen dann auf der Kasernenrunde oder irgendwo im T-Bereich war das, dann langweilig wurde und sie haben halt am Sicherungshebel und am Abzug angefangen zu spielen, weil ihnen langweilig war. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Hey, da zweifelst du echt so im freien Wahlrecht in dem Land. Biege nach rechts ab. Wir hatten Rekruten, die konnten sich nicht mal die Schuhe binden. Und dann menschlich alles erlebt. Viel Spaß. Ey, was ich Leuten... So die grundlegenden Dinge, ne? Also wo dann wirklich die Eltern irgendwo... was vergessen hatten, ne? So Socken zusammenlegen, Bett machen. Wie kriege ich die Decke in den Bettbezug rein? Oh, Leute. Da musst du aufpassen, dass du nicht irgendwie rausrutscht, aber mit Messer und Gabel und so, das kriegen sie schon hin, oder sollen wir ihnen dann irgendwie zum Schnitzel nur einen Löffel geben, damit nichts passiert? Das Geilste waren ja dann immer die Durchgänge von Grundausbildungen, die dann zu Zeitpunkten waren, wo offensichtlich keine Ausbildung bzw. kein Schuljahr zu Ende gegangen ist. Wo du dann genau wusstest, dass das waren Leute, die sind jetzt gerade irgendwo aus der Ausbildung rausgeflogen oder haben irgendwas abgebrochen oder sind jetzt gerade Arbeit, also wo irgendwas schwierig war oder sind gerade aus dem Knast raus, ey. Haben wir da Freude gehabt? Immer geradeaus. Also jetzt darf ich mal raten, warum du immer nur Absagen bekommst, obwohl die Firmen das nicht laut aussprechen dürfen. Weil du beim Bund wild rumgeballert hast? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Gute Nacht, Winnie. Gottes Willen. Biege nach rechts ab. Hab ich verpasst. Schützenverein reicht auch schon. Mike, da geht auch schon genug. Hallo Moritz, der Nächste aus Malle. Kannst mal gucken, ob du Mr. Big irgendwo findest. Der ist auch gerade auf Malle. Ach ja, wir hatten auch mal die Aktion mit Munition läuft ab. Hallo Andy, servus. Der Marine auf dem Schiff ist, glaube ich, auch wirklich rechts was ganz Besonderes. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mir hat das auf meinem kleinen U-Boot auf Land, also im Kampfpanzer, hat mir völlig gereicht. Immer geradeaus. Hier endet es. Bin mal auf dem Übungsplatz gefahren. Und einer aus der Mannschaft war Landwirt. Dessen Bruder Metzger. Ey, bei mir auf dem Bock sah es aus, ne? Wie in der Räucherkammer. Pinken, Würste. Wahnsinn. Wahnsinn. Das war ein geiler Übungsplatzaufenthalt. Kein Hunger gelitten. Weil du zu viel Gehalt verlangt hast. Naja gut, man muss auf der einen Seite marktgerecht sein,
auf der anderen Seite sollte man sich halt auch nicht unter Wert verkaufen. Das muss ja, irgendwo muss das ja für beide Seiten Sinn machen. Okay, wir fahren los. Fallschirmjäger. Einer von denen, die freiwillig aus dem intakten Flugzeug springen. Ah, da steht er. Makro Valley, vielen Dank für das Follow auf Twitch. Ja. Man muss aus Nummer sicher gehen, Manni. Halt, was hat der hier? Fertig zum Losfahren. Steht einer auf dem Kakashi-Stand, drückt ab, passiert nichts. Ah, dreht sich um mit dem Gewehr. Ja, da stehe ich ja total drauf. Drückt immer wieder ab, meins geht nicht. Ja. Ey, du meinst echt, du wärst irgendwo bei nackter Kanone, ne? Leute. Und das ist ja schon 3 Tage her, wo ich bei dem Laden war. Also wir hatten damals nicht hier... Wir hatten damals noch die Uzi als Maschinenpistole. Auch im Schießstand erlebt. Und die Uzi ist ja so gebaut, wenn die fertig geladen ist, dann ist ja der Verschluss hinten. Und das Ding zündet ja schon. So mit dem Abzug löst du einfach nur den Verschluss und der wird durch die Feder nach vorne geschnellt. Und wenn der vorne einschlägt, schnell der Schlagbolzen vor. Also da, sobald der Verschluss hinten los ist, geht ein Schuss raus. Und da stand der als nächstes drin, sollte dann vorne schießen und spielt hinten schon so ein bisschen am Verschluss rum. Das ist unglaublich, spielt ein bisschen am Verschluss rum und hat dann nur so halb, dreiviertel, aber das kann schon reichen bei der Uzi. Halb, dreiviertel im Verschluss hinten und lässt ihn los und dann, ja, war halt Stimmung. Und dann vorne bei der Schießaufsicht sind dann, war so diese mehrstufige Mauerattrappe, dann sind die Einschusslöcher dann entstanden. Der hat auch nicht schlecht aus der Wäsche geguckt. Mann. Wie jagt man Fallschirme? Berechtigte Frage, Mike. Ich weiß nicht. Ich meine, 13 Euro hört sich jetzt erstmal alles völlig legitim an, Snake. Ich habe nur echt keine Ahnung, wie in der Logistikbranche, wie da die Gehälter an sich sind. Oder ob dann da so viele Leute sind, die dann für weniger bereit sind, es zu machen. Da habe ich echt überhaupt kein Gefühl. Aber auf der anderen Seite, 13 Euro ist jetzt kein, oder 13,50 ist jetzt erstmal kein Vermögen. Nur wenn du genug Nassgeschwitzte hast, die es für weniger machen, das ist übel, aber ist so. Roomtour. Ganz schwierig. Weil hier in dem Room arbeite ich auch. Also, ich habe Spaß bei der Arbeit. Ich habe jetzt hier auch Spaß, aber hier arbeite ich auch. Das heißt, hier sind dann, also hier auf dem Schreibtisch liegen Kundenunterlagen oder Sachen, die ich für Kunden bearbeite. Also von daher, mit einer Roomtour, da müsste ich hier erstmal übel aufräumen oder Sachen abdecken. Das wird schwierig. Das ist hier so auch in meinem Büro. Das hatten wir aber in der Kampftruppe auch, Mike. Also jetzt hier beim Heer. Da hatten wir mal eine ähnliche Situation. Die Disco wurde dann auch renoviert. Dio, vielen Dank für das Follow auf Twitch. Ich war im Urlaub. In Dänemark. Das ist schon durch.
So, jetzt fahren wir erstmal. Hier muss ich nichts fotografieren, machen, tun. Wir fahren jetzt erstmal los. Und dann der Brauch sogar um die 14 Euro die Stunde. Ich bin auch ausgebildete Fachkraft. Für einige Stellen wäre ich sogar überqualifiziert, für die ich mich bewerbe. Ja, super. Das ist, ich verstehe es manchmal auch nicht. Wenn man dann sogar stellenweise bereit ist, auf Geld zu verzichten. Aber dann sind wieder so ein paar Blöde da. Biege nach rechts ab. Moment, warte mal. Dio, das glaubst du nicht. Der Automod von Twitch ist wirklich der Meinung, dass verdammt ein zu blockierendes Schimpfwort ist und hat deswegen deinen Chat zurückgehalten. Na, Abend erstmal. Ein fettes Danke für die ganzen tollen, hilfreichen Videos für den ETS2. Helfen mir als Neuling immer verdammt viel. Das freut mich, wenn ich da helfen kann. So, jetzt. Weiter geht's. Manchmal ist es auch so, wenn man dann mit zu viel Kompetenz um die Ecke kommt oder jetzt auch Erfahrung oder eingeschritten für so eine Stelle dann überqualifiziert wäre, dass dann so ein paar Leute auf die Idee kommen, der ist nicht bereit, das zu machen und dabei dann langfristig auch glücklich. Wenn wir den jetzt einstellen, dann geht er ganz schnell. Oder will befördert werden am Ende und wir haben keine höheren Positionen frei oder so. Der wollen das eigentlich nicht. Und lehnen dann einen wirklich hochqualifizierten Bewerber eigentlich ab, den sie günstig einkaufen könnten. Aber man muss echt nicht alles verstehen. €12,40, okay. Ja, der Mindestlohn ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Das ist ja dann auch noch. Es gibt Branchen, die haben dann einen geringeren Mindestlohn. IOQ. Oh, bei einer Leutlange mitgenommen. Vielen Dank für das Follow. Ja, das sind aber echt so Sachen, Mike. Früher kamen da wirklich die Berater auf dem Arbeitsamt aufgrund wildester Vorschriften dann wohl darauf, solche Bewerbungsgeschichten zu machen. Nimm die Ausfahrt rechts. Irgendwo ist ja dann auch, der Grundgedanke war ja, es ist legitim, weil der Grundgedanke war, dass man ab einer gewissen Zeit der Arbeitslosigkeit dann noch dazu bereit sein muss, auf ein bisschen Kohle zu verzichten oder ein bisschen viel Kohle, um dann eben wieder irgendwo ein Lohn und Brot zu sein. Dass die Firmen dann natürlich sagen, was soll der Mist? Liegt auf der Hand und mittlerweile haben die das verstanden. Also ganz so kriegt man das jetzt heutzutage nicht mehr aufs Brot geschmiert, aber ist trotzdem Bullshit. So, Licht an. Welche Branche ist denn das, Moritz, wenn ich mal fragen darf? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, nach 4 Jahren machst du alles mit, das glaube ich dir. Rechts halten. Moritz, das ist pauschal, ist das Gartenbau, okay? Das ist pauschal, ist das schwierig zu beantworten. Weil, jetzt mal so ganz. Ganz banal mal in ein paar Sätzen umschrieben. Neu berechnen. Wenn wir jetzt mal gescheite Arbeitsleistung voraussetzen. Weiß ich nicht, ob es noch sonst irgendwelche Vorteile gibt, dort zu arbeiten.
außerdem dem Gehalt, die jetzt weniger Geld zum Beispiel dann rechtfertigen würden, wie jetzt ein super Chef, irgendwelche super Verhältnisse oder noch flexible Arbeitszeitregelung, weiß der Geier was. Der andere Punkt ist, was dann sonst so, weil es gibt ja jetzt in der Gegend, gibt es ja jetzt nicht nur irgendwie im Umkreis von 200 Kilometer eine Gartenbaufirma, gibt es ja dann meist noch andere Firmen und man kennt sich ja untereinander und weiß, was dann so auch andere Firmen bezahlen. Also ich weiß, dass jetzt hier so im Handwerkerbereich, dass dann auch Gehaltserhöhungen gemacht werden müssen, weil sonst einfach das Personal abwandert zu einem anderen. Und dann gehen eben die Aufträge dann auch dahin, weil der es einfach stemmen kann. Also das sind auch so ein paar Sachen. Also jetzt einfach mal so die Sache, ich weiß nicht, was da Tarif ist. Gibt es da überhaupt Tarifregelungen und. Aber immer eine gescheite Arbeitsleistung vorausgesetzt, muss man mal gucken, was es sonst noch so für Optionen gibt, ne? Ja, immer schön im Chat mitlesen, hier mal auf den Bürgersteig fahren. Gute Nacht, Volker, macht gut. Er arbeitet viel für wenig Geld, das ist natürlich übel. Das sind ja dann so Killerphrasen, die dann Chefs immer so gerne anwenden. Weil wie willst du mit so wenig Geld auch flexibel sein, ne? Das ist schwierig. Wir sind nicht auf dem türkischen Basar zum Handeln, ne? Auch geil. Ja, es gibt für andere Branchen gibt es aber auch abweichende Mindestlöhne. Das nur mal so am Rande. Die dann auch stellenweise, also jetzt mal nicht der gesetzliche Mindestlohn, das sind dann auch stellenweise über Tarifverträge Mindestlöhne definiert, die über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen und. Aber da, wenn der Chef dann nur mit so Killerphrasen um die Ecke kommt, jetzt mal ganz, ganz blöd gesagt. Man könnte da jetzt eine längere Beratung draus machen und ich bin mit in so einem Bereich wirklich hauptberuflich tätig, ne? Aber wenn der Chef sowas von unflexibel ist und auch nicht Inflation der letzten Jahre und sowas sieht und dass du quasi jedes Jahr, wo du keine Gehaltserhöhung hast, im Schnitt 3% und in den letzten Jahren wesentlich mehr, weniger Kaufkraft in der Tasche hast und nicht bereit ist, da in irgendeiner Form was zu kompensieren. In irgendeiner Form. Und du rein objektiv gute Leistung erbringst. Würde das schon... Ja, ist ja okay. Würde das schon eine Variante sein, wo es sich lohnen kann, einfach mal zu gucken, ob noch Gartenlandschaftsbauer irgendwo in der Gegend sind, die noch Personal suchen? Mal ganz, ganz blöd gesagt. Okay, Snake. Nehme ich an. Also ich nehme deine Aussage an. Das ist jetzt die letzte Tour, Ian. Dann schnacken wir vielleicht noch eine Runde, aber in 30 Kilometern fahre ich nicht mehr weiter für heute. Ja, natürlich, also man
prinzipiell sollte man immer irgendwo einen Plan B haben. Rechts halten. Falls Plan A irgendwie im Bach runtergeht, weil eine Firma kann ja auch mal Insolvenz oder sonst was anmelden. Also von daher sollte man immer mal so ein offenes Auge haben. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber man kann dann schon mal schauen. Ich weiß, ob jetzt 12,40 Euro oder 41, also man, na klar, der eine Cent, den muss man mitnehmen, aber vor allem, wenn es jetzt auch gesetzlicher Mindestlohn ist, keine Frage. Aber auch hier zum Beispiel mal gucken, ob andere der gleichen Branche, ob die A noch Leute suchen und B, was die bezahlen. Weil wenn die dann meinetwegen 12,45 Euro bezahlen, hast du für den Aufwand Unternehmenswechsel, hast du nicht wirklich was gewonnen. Vielleicht sind die Leute dann auch cooler drauf oder, aber na, weißt, was ich meine. Es soll sich dann wirklich gescheit rechnen. Und da müssen wir dann einfach mal schauen, ob sich das dann rentiert. Aber bevor man kündigt, erstmal gucken. Und Geld ist das eine. Das Gesamtpaket ist aber entscheidend. Da rede ich jetzt nicht davon, ob da jetzt noch irgendwo ein Obstkorb oder eine Schüssel Smarties steht. Sondern vor allem ist mal, wie die Leute drauf sind, wie generell die Stimmung in dem Laden ist, weil das bringt, mal übertrieben gesagt, das bringt keinen Menschen weiter. Biege nach links ab. Wenn du ein Vermögen verdienst, aber der Laden von der Stimmung her so übel ist, dass du mit Magengeschwüren hinfährst, das bringt keine Sau weiter. Immer geradeaus. Zumindest mal einen Jobwechsel prüfen. Na, mit schlecht gelaunt auf die Arbeit gehen. Demnächst links abbiegen. Mit schlecht gelaunt auf die Arbeit gehen bringt dich nicht weiter. Biege nach links ab. Weil du unterm Strich dort ein Problem hast. Es ist vorbei. Weißt du, du kannst jetzt die nächsten 3 Jahre schlecht gelaunt auf die Arbeit gehen. Da hast du nicht wirklich was davon. Das ist ja die Scheiße. Am Gehalt ändert sich nichts, also an deiner Lage ändert sich nichts, außer dass du am Ende noch zusätzlich zu wenig Geld schlecht gelaunt bist. Und wo muss ich überhaupt hin? Könnte natürlich auch mal langsamer machen, ne? Aber schneller macht's mehr Spaß. Moment. So. Die Paletten hier stehen gelassen. So, ob ich dir dabei helfen würde, man, das ist über die Distanz, ist das alles ein bisschen schwierig, ne? Ich arbeite langsam und mit Scheuklappen. Ja, man, auf der einen Seite kann ich dich verstehen, auf der anderen Seite hast du halt die Sache, du verbringst ja im Schnitt 8 Stunden plus minus, so mit Hinfahrt und Pause und so ist das ja alles ein bisschen mehr und Rückfahrt. Da mit einem schlechten Bauchgefühl und ich verdiene nicht das, was ich eigentlich meine, wert zu sein und Scheuklappen und kein Bock und chefblöde Sprüche. Mein Schwiegervater sagte mir so schön, das bleibt ja alles nicht im Anzug hängen. Und wenn du noch so eine harte Schale hast, irgendwann sickert das durch, ne? Und das macht die Seele sauer. Das bringt nichts. Also entweder
gehst du gut gelaunt mit der ganzen Geschichte um und sagst, scheiß drauf. Oder du guckst, dass du Alternativen findest. Das sind so die Sachen. Wenn du da Alternativen finden kannst, einfach mal gucken, kennt man sich denn nicht innerhalb der Branche, so die Leute von den anderen Firmen? Also du weißt doch mit Sicherheit, was dann noch so für Mitbewerber unterwegs sind. Und da kennt man doch die Leute von verschiedenen Baustellen oder von mal sehen oder man war am Ende auf der gleichen Berufsschule oder ist sich auf dem Fußballplatz mal irgendwo begegnet. Also man kennt sich doch innerhalb der Branche untereinander auch von den verschiedenen Firmen. Und wenn es nur von irgendeinem Frühschoppen auf irgendeiner Kirmes oder Kerb oder wie das bei euch heißen mag, ist. Und dann hat man auch irgendwie so ein Gefühl, was dann die anderen Firmen vielleicht bezahlen und was die vielleicht suchen. Und unterm Strich, wenn du die Leute so noch nicht kennst, das ist das größte Kapital, was du irgendwie haben kannst, Moritz. Und das ist jetzt auch mal so an jeden, das haben wir wahrscheinlich auch diejenigen, die vielleicht schon im Ruhestand sind oder kurz davor oder also die Leute mit mehr Berufserfahrung mit Sicherheit auch bestätigen. Heute heißt es so Neudeutsch Netzwerk. Leute zu kennen in der Branche, ob das jetzt auf die gleiche Tätigkeit oder ob das dann woanders der Vorarbeiter, Abteilungsleiter sind von anderen Firmen oder von Kunden oder sonst sowas. Einfach Leute zu kennen, die man fragen kann, weil gefragt zu werden ist ja die höchste Form der Anerkennung, die man relevant fragen kann, ey, wie läuft's bei euch? Sucht ihr vielleicht jemanden? Hast du eine Idee? Ich bin offen momentan, mich vielleicht zu verändern. Das ist so viel wert. Sogar, wenn du dann Leute hast, mit denen du gut kannst, die dich dann wiederum bei einer anderen Firma empfehlen und sagen, pass mal auf, da ist jemand, der sucht was. Das kann alles helfen. Und schau dich da einfach mal so langsam um, weil, so wie du das sagst, so arbeite langsam mit Scheuklappen, da bist du ja auf Dauer nicht glücklich. Ja, Snake, so Jobs kenne ich dann auch. Wo du einfach zu weit fährst oder wo du dann noch für einen Parkplatz am Ende bezahlen musst, weil es irgendwo in der Innenstadt ist und all so ein Kram, wo es dann unterm Strich überhaupt keinen Sinn macht. Das so sowas kenne ich dann auch. Einfach mal umschauen bei dir in der Gegend. Du kannst mich auf Discord, kannst du mich mal antickern. Oder schreib mir die Tage mal eine E-Mail, wenn du wieder aus dem Urlaub da bist. Wenn du nur YouTube hast, dann guck mal bei mir in den... Alter, wie heißt das nochmal? Auf der Kanalseite. Da findest du auch meine Kontaktdaten im Sinne von einer E-Mail-Adresse. Und da kannst du, schick mir einfach mal eine E-Mail und dann können wir mal so ein bisschen mal gucken. Nur eine Musterlösung habe ich dafür jetzt auch nicht. Also wir können da nochmal im Detail ein bisschen reden, weil in der Branche kenne ich mich nicht aus, in der Gegend kenne ich mich nicht aus. Und ansonsten ist es halt echt so ein Ding, mal gucken, was dann da noch so in der Nähe ist. Also 450 Euro Spritkosten im Monat. Und da ist jetzt Abnutzung Fahrzeuge und Inspektionskosten und sonst was noch nicht dabei. Wahnsinn. Das ist brutal. Nee.
Du Moritz, der Punkt ist ja der. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt helfen kann. Mann, ich mach sowas beruflich. Der Punkt, also ne, so hauptberuflich, der Punkt ist ja der. Ich bin spezialisiert, auch mit Netzwerk und sonstigen, in anderen Branchen. Wir können da gern mal drüber reden. Ich bin dann auch echt mal dazu bereit, dann mal so ein bisschen was an Informationen zu teilen. Ich weiß halt nur nicht, ob ich wirklich für dich relevante Informationen habe. Weil ich bin, meine Kernkompetenzen liegen in anderen Bereichen als im handwerklichen Bereich. Da kenne ich mich nicht großartig aus, da weiß ich nicht mal, wie die Tarifverträge oder sonst was sind. Aber wir können gern mal reden. Ich habe vielleicht ein paar allgemeingültige Tipps für dich da, aber ich für dich suchen. Du, das ist dein Job, das ist dein Leben und das sind so Sachen, da kannst du dann mal schauen. Mal, wenn ich für dich einen Job suchen sollte, ich bin kein Headhunter. Da bin ich raus. Wir können drüber reden, wie du das am besten hinkriegst, aber machen musst du das schon alleine. Aber ich glaube, das ist jetzt weniger ein Thema, was wir hier im Stream großartig noch weiter ausbreiten sollten. Du kannst mich gerne mal anschreiben. Bei mir auf der Kanalseite findest du da meine E-Mail-Adresse und dann kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was schildern. Nur ich kann dir nicht einfach einen Job suchen und dann am besten noch die Gehaltsverhandlungen führen und vorher noch die Bewerbungsunterlagen machen und für dich alles übernehmen. Das wird schwierig. Reitelshöfe Erdbau, Abbruch. So, hast du schon mal eine Empfehlung, Moritz? Da kannst du mal hingehen. Das ist doch schon mal eine Empfehlung. Hallo Zebra Power, servus. Leider kommst du gerade rein, wo ich eigentlich mich verabschieden wollte. So, genug Touren. Was haben wir heute zumindest mal so eine Schneise durch Deutschland gezogen hier auf der Promods-Karte. Bin jetzt bei 67,08%. So, das jetzt hier nochmal, dass es mal offiziell bewiesen ist, mich mal kurz ausgeblendet. Ja, hier oben von Henning einmal hier unten durch, Hamburg vorbei. Also wir haben jetzt hier schon mal so ein bisschen was hingekriegt. Rüber nach Soltau, dann rüber Richtung Duisburg, ne? Und dann an Kassel vorbei, Erfurt und dann Chemnitz. Also es wird so langsam, Stück für Stück. Das war jetzt schon mal wieder so ein 3/4%. Mal gucken. Ach, servus Madu. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. So, ich wünsche allen eine gute Nacht. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte unterhalten. Höchstwahrscheinlich nächsten Donnerstag, spätestens. Vielleicht mal zwischendrin, aber aktuell ist geplant, spätestens nächsten Donnerstag wieder. Gute Nacht, Leute. Passt auf euch auf. Viel Spaß noch beim Zocken. Habe die Ehre. Ja, Snake, das ist jetzt schwierig, ne? Auf der einen Seite würde es mich freuen, dich wieder zu sehen. Auf der anderen Seite wünsche ich dir, dass du einen Job hast und dass du dann da, ne, ausgelastet bist. Aber schauen wir mal. So, Leute. Dann erstmal vielen, vielen Dank. Leute, habe die Ehre. Schönen Abend noch. Kommt gut ins Wochenende. Bis zum nächsten Donnerstag. Macht's gut. Tschüss.